Servus Leute und willkommen zum neuen Video von mir. Ich möchte euch heute mal Klettkabelbinder zeigen, die ich mir gekauft habe. Mittlerweile schon vor knapp 1,5, 2 Monaten. Und wollte euch einfach mal zeigen, wie ich mit den ganzen Kabeln zufrieden bin, Kabelklettbinder. Und würde euch einfach mal ein paar Beispiele zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe, beziehungsweise was ich bisher überhaupt damit auch gemacht habe. Die ganzen Kabelbinder werden in so eine Plastiktüte geliefert und werden sozusagen so als kompletter Block angeliefert, von Amazon geschickt. Die ganzen Kabelbinder werden einfach hier sozusagen, wenn man einen braucht, einmal wegziehen. Und dann nehme ich mal ein Kabel zum Beispiel, hier so eins, das Kabel so nehmen, umdrehen, durchziehen. Eins, zweimal rüberziehen, drum und fertig aus. Die Kabelbinder sind mit 20 cm relativ lang, allerdings für manche Sachen dennoch noch zu kurz. Das heißt, wenn ich zum Beispiel so ein Netzkabel von einem Notebook habe, funktioniert sehr gut, aber wenn ich dann das passende Netzteil dazu auch noch mitmachen möchte, geht das nicht. Weil hier sind dann die Kabelbinder einfach zu kurz. Da bräuchte ich sogar mindestens 30 cm und mit 20 cm reicht es einfach nicht. Ich habe ja schon auch mehrere Sachen sozusagen gemacht. Neben dem Netzkabel auch so die Maus, ein Anschlusskabel oder jetzt auch mal so Kopfhörer, wo ich dann habe. Und dementsprechend, ich nutze es wirklich für viele Sachen mittlerweile, wo ich früher immer so die Kabeldrähte hatte und jetzt habe ich das sozusagen mit diesen Kabelbindern ganz gut gelöst. Neben Kabeln kann man das auch zum Beispiel, wie ich es bei mir nutze, für so Pop-up-Tunnel für meine Kinder, was ich habe, auch dann einsetzen. Das heißt, da wird es dann normalerweise mit, wie heißt mit Bändern, mit so Stoffbändern das Ganze verbunden. Mit den Kabelbindern geht es relativ einfach, beziehungsweise deutlich schneller. Und man muss jetzt nicht so ewig dann das Ganze erst zubinden, sondern einmal außen rumziehen, fertig aus. Ich habe jetzt gerade mal ein Foto eingeblendet, wie das ganze Thema dann auch mal auch aussieht. Jo. Ansonsten, wie gesagt, gibt es nicht viel zu sagen. Ich bin damit zufrieden. Ich kann es jedem empfehlen. Weil für 30 Bänder hat man dann wirklich mal ein bisschen länger Ruhe, wie ich finde. Und hier braucht man nicht mehr, weniger wäre auch schon wieder fast so schlecht, weil dann hat man vielleicht irgendwann mal nicht mehr genügend Vorrat. Aber deshalb 30 ist eine gute Zahl und kann euch wirklich sagen, die funktionieren sehr gut, sehr einfach und vor allem kinderleicht, muss man wirklich sagen. Jo. Ansonsten war es das erstmal von mir. Wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet zu dem Ganzen, meldet euch am besten bei mir in den Kommentaren und ich würde mich hier kurzfristig bei euch zurückmelden. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Servus!